Wir bauen hier ein modernes Krankenhaus mit modernen Abläufen, mit innovativen Abläufen. Und das versuchen wir natürlich auch in den Bauablauf zu transportieren. Da ist es notwendig, hier neue Arbeitsweisen, neue Technologien auch mit einzuführen. Heute sind Spezialisten mit auf der Baustelle, die uns eine dieser besonderen Technologien etwas näher bringen wollen. Ja, das neue Klinikum bietet statisch extrem viele Herausforderungen. Einmal eine Abfangebene zwischen der Ebene 2 und der Ebene 1 und die leicht erkennbaren, auskragenden Spitzen der Pflegegeschosse. Hier war einfach die Intention, Lasten einzusparen, um die Tragwerke möglichst wirtschaftlich und effizient ausführen zu können und die gegebenen Randbedingungen, heißt Geometrien, einfach umsetzen zu können. Die Lastreduktion wird durch den Einsatz von Deckenhohlkörpern realisiert. Deckenhohlkörper sind Plastikbälle, die in die Decke einbetoniert werden. An diesen Stellen entstehen dann in der Decke Fehlstellen, die das Tragwerk aber nicht beeinflussen, sondern einfach nur die Lasten reduzieren und an den statisch nicht ausgelasteten Stellen eingebracht werden. Bei diesem Projekt haben wir jetzt 1600 Kubikmeter Beton eingespart durch den Einsatz von Hohlkörpern. Das entspricht ungefähr 250 Betonfahrzeugen. Hier im Hintergrund sehen wir den Montageort der späteren Deckenhohlkörper, wie gerade vom Herrn Leonard schon beschrieben. Die Anlieferung erfolgt mittels Halbschalen in Palettenform und wird hier mittels einer Schablone aus zwei Halbschalen zusammengesteckt. Aus 6 Elementen werden somit vorkonfektionierte Deckenhohlkörperelemente, welche im Nachgang mit dem Baustellenkran in die zu verlegenden Geschosse eingehoben werden. Aufgrund der verschiedenen Deckenstärken von 25 bis 40 cm und der noch planmäßig einzubauenden Betonkerntemperierung ist bei dem Einbau eine erhöhte Genauigkeit erforderlich. Erst bei der Verlegung, später auch bei der zweiteiligen Betonage, um ein Aufschwimmen der Deckenhohlkörper im Deckenquerschnitt zu verhindern. Ich hatte bereits seit einiger Zeit oder seit sehr langer Zeit die Ehre, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Schon vor über 20 Jahren habe ich über das Thema promovieren dürfen. Da ging es damals noch mehr um die wissenschaftliche Frage, warum hält denn überhaupt eine Betondecke, in die man Betonhohlkugeln einbaut? Wie funktioniert das? Wie ist das Bemessungskonzept? Und wie darf man das eben berechnen? Damit durfte ich mich lange Zeit auseinandersetzen. Und haben dann auch dazu das entsprechende Bemessungskonzept entwickeln dürfen, das Ganze dann mit weiteren Produktentwicklungen begleiten dürfen, bis hin zu den ersten Zulassungen. Und heute sind wir froh, dass wir hier die neueste Art und die neuesten Produkte dieser Bautechnologie in diesem tollen Projekt einsetzen dürfen. Wir haben es hier mit einer sehr nachhaltigen Bauart zu tun. Wir lassen einfach Material weg an Stellen, wo man es einfach nicht braucht. Beton ist in der Herstellung mit dem Zement sehr energieintensiv und genau dort setzen wir an. Uns gelingt es, 20 bis 35% des Betoneinsatzes bei den Decken zu reduzieren und damit können wir auch bis zu 20% CO2-Ausstoß vermeiden und unsere Produkte bestehen zu 100% aus einem Rezyklat. Ja, vielen Dank an die Kollegen. Das war eine von vielen spannenden, innovativen Ideen, die in dem neuen Klinikum zur Anwendung kommen. Wir freuen uns, wenn Sie uns auf dem weiteren Bauprozess begleiten. Sie sind herzlich willkommen.